Ich denke mal, viele kennen das. Und zwar, wenn ein Autofahrer vor dir ist und der raucht und schnippst die Zigarette aus dem Fenster. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man mal eine Faust durch die Fensterscheibe bekommt, ganz ehrlich. Oh, guten Tacho, Leute. Scorpedius wieder in freier Wildbahn unterwegs. Schönes Wetter heute, 18 oder 19 Grad. Aber morgens zur Arbeit um 5 Uhr ist er noch echt frisch. Oh, ist ja bald für die meisten oder für viele wieder Saisonanfang. Tja, so einer wie ich, der fährt das ganze Jahr durch und konnten die ganzen schönen Tage jetzt schon mitnehmen. Und auch vor Weihnachten die ganzen schönen Tage. Und die, ich sag mal jetzt, die ganzen Saisonfahrer, die dann bald fahren können und dürfen wieder. Gerade auch die jüngere Fraktion. Na, passt mal gut auf. Es sind ja einige, die sich dann immer abschmieren und auch ums Leben kommen, weil sie sich dann wieder überschätzen. Monatelang nicht auf dem Bock gesessen und Straßen vielleicht noch irgendwie, ja, die sind halt noch nicht so ganz warm wie halt den letzten Sommer. Passiert leider sehr oft und leider, ja, ich meine, jeder Motorradfahrer kann es treffen irgendwo, aber es ist doch echt häufig zu beobachten, dass dann gerade die etwas jüngere Fraktion, die dann auch nur Saisonfahrer sind, sich dann quasi direkt am ersten oder wann auch immer der erste schöne Tag ist, dann aufs Moped setzen und dann direkt anfangen zu heizen. Und das ist halt oftmals der Fehler. Und genau so welche verunglücken dann leider. Was soll meine Worte da jetzt bewirken, aber falls davon einer dabei ist, der jetzt Saisonfahrer ist und das Video schaut, er macht am Anfang ein bisschen sachte und kommt wieder rein und gut ist. Selbst wenn ihr schon so und so viele Jahre Motorrad fahrt. Es ist immer komisch nach Monaten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich fahre ja immer durch. Das schöne Wetter kann man doch nur auf dem Motorrad genießen jetzt, oder? Was will man denn sonst machen? Man kann ja sonst nichts machen. Du fängst an zu onanieren? Irgendwie habe ich in letzter Zeit manchmal Probleme mit der GoPro beziehungsweise mit den Zusatzakkus, die ich damals... Ich habe die GoPro Hero 8 vor einem Jahr neu gekauft. Und da habe ich direkt von Smartre oder wie diese Marke heißt, da direkt zwei Akkus noch dazu bestellt. Und da weiß ich noch, da gab es glaube ich noch keine so richtigen Drittanbieter-Akkus. Aber da stand trotzdem drunter, dass die halt funktioniert und die funktionieren auch. Aber das Problem, was ich habe, immer so gegen, ich sag mal, ab 18-15% Akkuleistung, fängt die Kamera an zu spinnen. Teilweise nimmt die dann kein Bildmaterial mehr auf. Oder wenn die dann ausgehen sollte, dann speichert die Videosession nicht ab. Das heißt, die letzte Datei ist kaputt. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. So, das habe ich bei dem GoPro-Akku nicht. Deswegen werde ich mir jetzt wohl, ich weiß ja nicht, ob es jetzt, ja gut, jetzt ist die Geschichte ein Jahr her. Ich denke mal, die Drittanbieter haben wohl wahrscheinlich nachgerüstet. Irgendwas wird wahrscheinlich Firmware, also softwaremäßig mit dem Akku nicht passen. Ja, das fiel mir jetzt nämlich gerade ein, weil ich habe immer so ein bisschen Angst. Ich habe jetzt aber auch den originalen Akku drin, aber trotzdem beobachte ich das so ein bisschen. Ja, mein Hauptthema heute ist eigentlich ist ein ganz anderes. Und zwar... Ich denke mal, viele kennen das. Und zwar, wenn ein Autofahrer vor dir ist und der raucht und schnippst die Zigarette aus dem Fenster. Habt ihr sie noch alle? Ich hatte, glaube ich, ich meine, dass das letztes Jahr war oder auf jeden Fall schon etwas länger her, mit einem ehemaligen Kumpel über Facebook, da habe ich auch mal so ein Bild geteilt, dass wenn man doch im Auto sitzt und fährt oder auch als Beifahrer, spielt ja keine Rolle, du siehst hinter dir als Motorradfahrer, dann schnippst deine Zigarette nicht aus dem Fenster raus. So, ich selber habe auch schon mal eine abgekriegt und ist Gott sei Dank nichts passiert, außer natürlich so, man will natürlich keine Zigarette abkriegen, aber es ist auch schon mal vorgekommen und nicht nur einmal, dass die Glut natürlich sich dann, oder die ganzen, oh, verschaltet. Dass die Zigarette sich an deinen Klamotten irgendwo verhakt und die Glut, ist ja heiß und gerade bei auch Fahrtwind und so, wenn noch, ich sag jetzt mal, noch ein bisschen an der Zigarette dran ist, dann geht die ja nicht aus. Ne?
So, dann hast du wahrscheinlich, wenn du Pech hast, brennt die sich ein oder vielleicht noch Schlimmeres. Oder geht irgendwo in deine Verkleidung und es kann ja alles Mögliche passieren. Was ich auch schon gesehen habe und erlebt habe, dass einer absichtlich dich mit einer Zigarette abgeschnipst hat. Wenn du zum Beispiel in der Stadt irgendwie mal durchfilterst oder so, wo genug Platz ist, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man mal eine Faust durch die Fensterscheibe bekommt, ganz ehrlich. Jetzt reicht! Gut, das ist jetzt natürlich eine ganz böswillige Aktion, absichtlich jemanden abzuwerfen, egal womit. Und da werde auch ich zum Tier und da bleibe ich auch nicht freundlich, auf gar keinen Fall. Ich sag mal so, wir Motorradfahrer, wir wissen, dass wir ein etwas anfälligeres Hobby haben. Aber trotzdem muss man nicht irgendwie den Motorradfahrer extra Gefahren aussetzen. Und das machen tatsächlich doch relativ viele, also viele andere Verkehrsteilnehmer. Ich finde das irgendwo schrecklich. Ich mag das auch, das hat ja auch noch einen anderen Grund. Also Zigarette aus dem Fenster werfen ist nicht nur unter Umständen. Also das, ne, dass das mal passieren kann, okay, und habe ich auch schon selbst miterlebt. Also wenn mir erzählt, das wäre gar nicht möglich oder blabiblub, die fällt immer erst auf den Boden. Bei höheren Geschwindigkeiten, die kann auch auf den Boden fallen und genauso wie beim Stein oder sonst was, je nachdem wie der Wind gerade ist oder auch auf der Autobahn, du brauchst ja nur 100 km/h fahren oder was, die kann auch wieder hochkommen. Und genau das ist mir auch schon passiert. So, und wenn mir einer erzählt, das wäre nicht möglich, ja Junge, dann bist du noch nicht Motorrad gefahren oder du bist einfach blind. Ist einfach so. Genau das ist nämlich da damals passiert, auch in der Diskussion. Nee, so nicht. Ja, das muss ja nicht sein. Und dann, für die Umwelt ist das auch nicht gerade so schön. So ein Tier, der ganze Filter, der da dran ist und so, das ist ja auch, da hast du ja dann die ganzen Giftstoffe drin. Unter Umständen kann ein Vogel das für eine Nudel, will ich jetzt schon sagen, aber für Futter halten oder so. Die Nudel schmeckt. Darauf kommt's an. Die sterben auch da dran, wenn du Pech hast. Ich weiß ja nicht genau, aber das ist ja auch nicht so gesund. Ist auch für Menschen nicht so gesund, aber na gut, wir wissen ja, auf was wir uns einlassen, aber die Tiere eben nicht. Ja, ich finde das ein Unding, dass Zigaretten dann, gerade wenn man Motorradfahrer hinter sich hat und so, einfach so aus dem Fenster so schnippst oder schmeißt. Und die sind ja dann alle noch an. Ich sehe da, meistens sieht man das ja, wenn man so bei Abenddämmerung und nachts und morgens fährt. Wenn natürlich ja dann noch dunkel ist und die siehst dann den, ich sag mal, die Glut, die wirbelt ja dann nochmal so richtig auf, ne? Allein auch wegen dem ganzen Luftzug, der dann da kommt bei Geschwindigkeiten, ne? Man sieht das doch. So, und wenn du Pech hast, du kannst ja gar nicht immer so schnell ausweichen, wie das Ding zu dir fliegt. So, würdest du jetzt ausweichen, weil du eben nicht, oder es gibt ja auch Motorradfahrer, die haben ja keinen Integralhelm, so wie ich den jetzt gerade anhabe, sondern vielleicht auch nur einen Jethelm oder eine Schale auf oder irgendwie sowas. Du willst das Ding ja nicht in ein Gesicht oder ein Auge kriegen. Gut, meistens hast du ja Brille auf, ne? Aber trotzdem ist das eine Gefahr. Das muss ja überhaupt nicht sein. Da finde ich auch komplett Banane von jedem Einzelnen, der das macht. Wenn du dann irgendwie ausweichen willst als Motorradfahrer und bei etwas höheren Geschwindigkeiten, ich sage jetzt mal Landstraße 100 oder auch bei 70. Gut, bei hey, der ist ja cool, der Kleine. Da war er froh, dass der nicht laufen muss. Ja Leute, wie seht ihr das? Gerade auch, ich meine, ich bin Autofahrer, ich bin jetzt aber auch zum Beispiel Nichtraucher. Vielleicht bin ich auch deswegen nochmal extrem dagegen eingestellt. Gut, aus umweltlichen Aspekt und vielleicht auch für die Tiere und so, würde ich sagen, sollte man es grundsätzlich überhaupt gar nicht machen. Ich weiß nicht, ob da jetzt regelmäßig Straßenkehrungen kommen. Man sieht ja jetzt so hier auch nirgendwo Umliegung. Mit Sicherheit wird der ein oder andere mal eine Zigarette aus dem Fenster schmeißen. Aber es ist halt einfach wichtig, das nicht zu tun, wenn gerade ein Motorradfahrer hinter dir ist. Eben aus den genannten Gründen vorhin. Das ist einfach ziemlich scheiße für den Motorradfahrer, der da hinter dir fährt und wahrscheinlich ausweichen muss. Also wenn er denn aus Reflex oder aus Angst oder was ausweicht und wahrscheinlich noch ein andere Verkehrsteilnehmer vielleicht dadurch behindert oder in Gefahr bringt, das wäre natürlich doppelt scheiße. Was ist das für eine Shopper? Die sieht auch schön aus. Aber das ist, glaube ich, keine Harley. Kann ich von hinten nicht sagen irgendwie. Ja, ich glaube, ich habe eigentlich dazu alles gesagt soweit. Jetzt so großartig fällt mir dazu auch nichts ein, außer dass ich das halt nicht so geil finde und die meisten, also eigentlich alle so im Internet
aus meinem Bekanntenkreis oder aus dem Club, die teilen ja öfters auf Facebook auch schon mal solche Bilder. Passt auf, wenn ein Motorradfahrer hinter euch ist, schmeißt die Zigarette nach Möglichkeit nicht raus. Ne? Es gibt Aschenbecher in den Autos und ja, sonst fresst die Zigarette, ist mir auch egal. Aber ich sag euch, demnächst, wenn mir das nochmal passieren sollte und ich krieg sie ab, dann nehme ich die und du kriegst die zurück. Ganz einfach. Ja, habe ich die Woche jetzt schon 3 Videos gemacht, also beziehungsweise aufgenommen, aber ich versuche die halt nach und nach hochzuladen. Ich muss das schöne Wetter ja ausnutzen. Ah ja, noch ein kleines Update zum Eisenschwein. Ich weiß jetzt nicht, ob das Video zuerst online kommt oder erst das Schraubervideo, aber sie hat ja gelaufen auf einen Zylinder. Und ich habe jetzt gestern den Vergaser nochmal kurz abgehabt und da habe ich doch gesehen, dass eine Leerlaufdüse noch verstopft war. Und dann wieder zusammengebaut und zack, lief direkt auf 2 Zylinder. Jetzt habe ich das Problem, dass sobald die läuft, mega ganz, ganz, ganz viel Benzin aus dem Zylinder irgendwo rausläuft oder rausdrückt. Jetzt muss ich das Scheißding nochmal auseinandernehmen, aber naja. So langsam komme ich ja dann voran. Auf jeden Fall, sie läuft. Ja gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und an den Motorradfahrer. Es ist schönes Wetter. Bleibt auf dem Bock drauf. Ne? Nicht, dass ihr euch da irgendwie kaputt fahrt jetzt, weil die Straßen teilweise noch ein bisschen schmierig sind durch das ganze Salz. Und dann sehen wir uns auf der Straße oder im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute.